Ilan und ich, wir haben uns natürlich schon ganz oft über das Thema Perfektionismus ausgetauscht und dass es natürlich totaler Quatsch ist, zu versuchen, den Perfektionismus zu erreichen. Wir erwischen uns aber im Alltag immer wieder, die Teilerfolge gar nicht zu erkennen oder anzuerkennen und wahrzunehmen und zu schätzen und möchten mit diesem heutigen Video vielleicht mit euch zusammen uns endgültig von dem Thema Perfektionismus verabschieden. Das vielleicht vorab so ein bisschen zu definieren oder für uns auch zu definieren, ist eigentlich das übersteigerte Streben nach Vollkommenheit. So ein klassischer Perfektionist lebt vielleicht auch eher nach dem Motto ganz oder gar nicht, alles oder nichts. Und da kenne ich mich wieder. Ja, wir würden uns nicht zu 100% damit identifizieren, aber man ertappt sich doch in der einen oder anderen Situation immer mal wieder. Wenn wir jetzt wirklich so in das junge Alter zurückblicken, wie unsere ersten Erfahrungen auch in der Schule waren, auch unterschiedlich, klar. Mhm. Ich hatte oft das Gefühl, dass andere schneller und viel erfolgreicher sind in dem, was sie machen. Ich weiß nicht, bei dir war das in der Schule? Ja, ich habe mich immer gemessen mit meinem besten Freund. Das war erstaunlich. Also wir haben oft zusammen gelernt, aber als es um die Noten ging, da musste immer einer die Nase vorn haben. Dieser Vergleich kann ja auch was Positives mit sich bringen. Also wir wollen es gar nicht komplett niedermachen oder gegenreden. Es ist ja auch immer gut zu gucken, wenn andere besser sind. Mensch, wie kann ich mich entwickeln? Wie kann ich mich verbessern? Was uns nur dabei aufgefallen ist, dass wir uns oft in dem Vergleich schlecht gefühlt haben und das für uns persönlich weniger dann der Ansporn eigentlich war, zu sagen, hey, cool, und beim nächsten Mal mache ich es besser. Und das ging in der Uni eigentlich bei uns dann auch weiter, ne? Ja, es ging so weiter. Da haben wir uns ja kennengelernt. Also wir haben uns in Berlin während unseres Studiums kennengelernt. Wo geht die Reise hin? Das war ja in unserem Studium nicht so wirklich klar. Wir hätten ja eigentlich in jede Richtung gehen können, sei es Management, Marketing, Musikproduktion, Audio Engineering, Komposition. Also wir hatten ja wirklich das komplette Spektrum. Und dann gab es natürlich Bereiche, wo man etwas besser war. Und dann wiederum Bereiche, in denen man nicht ganz mithalten konnte. Der klassische Moment war eigentlich im Ensemble. Da hat dann jeder eben sein Instrument spielen dürfen, aber nicht jeder war eben auf gleichem Niveau. Uns ist auf jeden Fall aufgefallen, oder mir, die Anforderung, die ich an mich stelle, dass ich diese auch übertrage auf andere. Und somit bewerte ich auch die andere Person in dem Moment. Oder es kommt eine Art Enttäuschung auf, wenn die Aufgabe nicht so erfüllt wird, wie ich sie vielleicht erfüllt hätte. Ich weiß nicht, ob das aus meiner Kindheit kommt oder ob das einfach so ist. Auf jeden Fall habe ich eine sehr hohe Erwartungshaltung und mir fällt es auch nicht so leicht, den Erfolg zu sehen. Da gibt es wahrscheinlich noch viel tiefgründigere und wissenschaftlich basierte Antworten. Mhm. Wir haben es jetzt nur für uns versucht zu eruieren und haben auch gedacht, Mensch, einmal ist es natürlich die Erziehung, das Umfeld, aber auch in unserer Gesellschaft allgemein haben sich ja die Anforderungen verändert. Ob es um die Bildung geht, die verschiedenen Abschlüsse, die man machen kann, dann die berufliche Karriere. Also auch wir haben uns darüber Gedanken gemacht, Mensch, wollten wir nicht eigentlich bis 30 diese und jene Karriere erreicht haben? Oder wie ist das mit der Vorsorge, Familienvorsorge, Rente? Haben wir da ausreichend schon getan? Wahrscheinlich noch nicht. Und muss das denn nicht so sein? Und dann kommen natürlich auch die Fragen aus dem Umfeld, wie macht ihr das denn? Und das Tiny House überhaupt, ist das denn zukunftsfähig? All diese Fragen, die ja noch zum Nachdenken bringen, aber die ja noch prägen. Uns wird langsam klar, wo diese Dinge vielleicht herkommen. Wir merken, es tut uns nicht gut, es bedrückt uns und wir können unseren persönlichen Anforderungen einfach nicht gerecht werden. Wir können unsere Ziele, diese 100% nicht erreichen. Auch es gibt keine 100%. Nee, es gibt, also die Quintessenz ist ja eigentlich, es gibt keine Perfektion. Weder in der Natur noch im Menschen, es gibt sie nicht. Wir versuchen uns immer wieder daran zu erinnern und da geht es auch nicht um die Hürden, die einem begegnen, dass man das dann auch mal nicht schafft, sondern dass man sich dessen bewusst wird und es beim nächsten Mal besser macht. Wenn ihr uns aus unserem Tiny House Projekt kennt, wisst ihr, dass sich zeitlich bei uns um einiges verändert hat, da unser Anspruch einfach enorm hoch ist und wir ganz oft in diese Enttäuschungsphase reingekommen sind, weil wir das Zeitfenster nicht einhalten konnten und weil jede kleine Mini-Entscheidung für uns perfekt sein musste, weil es ist ja unser künftiges Zuhause. Da soll ja alles genauso sein, wie wir uns das wünschen. Das haben wir jetzt gehen lassen in diesem Jahr. Das ist etwas, was wir verändert haben. Ja, wir sind viel entspannter. Es ist wie so ein Riesenstein, der von einem gefallen ist. Ne? Und das geht jetzt voran. Ja. Wir haben uns einfach entschieden. 80% zu erreichen sind vollkommen ausreichend und schaffen ganz oft
ein zufriedenstellendes Gefühl. Es motiviert, dass es vorangeht, dass dann auch nach einem gewissen Zeitabstand einfach die Ergebnisse dort sind, die Ziele in gewisser Form erreicht sind. Wir haben das jede Woche mit unseren Videos. Nach jeder Woche sagen wir, oh, hier hätte man aber noch und da hätte man noch und hätten wir nicht noch ein Bildchen eingefügt und irgendwie wollten wir das noch mehr stützen oder anders formulieren. Kein Video ist für uns perfekt, welches wir veröffentlichen, dieses mit Sicherheit auch nicht. War eine riesen Lernkurve. Aber es ist okay. Und wir wissen, nächste Woche kommt das nächste Video und es wird einfach weitergehen und wir werden auch mit der Zeit Routine finden, ob das beim Hausbau dann die Routine ist. Es wird sich alles entwickeln und es ist in Ordnung. 80% sind cool für uns. Es kommt neuer, frischer Wind rein und neue Motivation und neue Energie für das Projekt, welches man sich vornimmt. Also wenn ihr da auch eigene Erfahrungswerte habt, dann teilt sie sehr gerne mit uns. Wir sind sehr gespannt. Bleibt dran und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche. Tschüss.